2, 1. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge Lands of Arnhem, der Pen and Paper Runde mit dem Blumen, dem Ludwig, der Helena, dem Rainer, Baku und nicht zu vergessen der Mariku Schrägstrich Amira. Hallo. Hi. Hi. Yo. Feuer. Wir gehen direkt zu Helena, die gerade hier im Vollsprint war, oder besser gesagt, sie ist relativ schnell gelaufen und plötzlich läuft eine rennende, dreiviertel bekleidete Dame an ihr vorbei und schreit. Feuer. Rico. Ja, okay. Danke, ja genau, Feuer. Helena. Also... Ich renne halt noch so weiter. Ich bleib nicht stehen, sondern ich renne weiter. Sehe Rico und mir vorbeilaufen und denke mir so, alles klar. Ja. Und renn weiter. Und wie weit entfernt bin ich jetzt gerade von dem Karren? Und von Rainer? Du bist jetzt halt, sagen wir mal, du bist noch ungefähr eine Runde weg. Nächste Runde kommst du an. Das heißt, er hört mich schon, wenn ich schreie. Er ist benommen. Okay. Habe ich letztes Mal gesagt. Er würde mich hören, aber wenn ich schreien würde. Ja. Aber reagiert, ist halt die Frage. Aber die Wachen würden dich auch hören. Aber. Okay. Dann schreie ich erstmal. Und zwar: Hey, was ist los da? Rainer, geht's dir gut? Jetzt springen wir zu den guten Wachen hier, die halt da jetzt noch unterwegs sind, die halt gerade gesehen haben, wie der Rainer halt mega geil angesprintet kommt. Der Wurzel hängen bleibt und sein Kopf da voll. Und der eine, der vorne drauf sitzt und das Ganze beobachtet hat, der hat sich halt schon an den Schwertgriff gepackt, hey, war ready for fight und fängt plötzlich an zu lachen, weil er das gesehen hat und hat gedacht, der Typ! Der von den Goonies, das ist ja ein richtiger Witzball, das glaubt man ja gar nicht. Das sollte man mitnehmen, König als Hofnarr mitnehmen, den Dude. Den Dude. Ja, okay, Dude war damals ein Wort für Idiot, musst ihr wissen. Achso, ja. Okay. Und auf jeden Fall, der andere so, ja, hey, also das könnten wir, warte mal, der spricht ja wie Ludwig. Haben Sie das ja. So nicht machen, mein Freund. Du musst bedenken, wir müssen erst den hier zu unserem Kommandanten bringen, um ihn dann hier zu übergeben, dass wir unsere Belohnung einheimsen. Du musst bedenken, meine arme Frau und meine tote Tochter, ich habe noch immer keinen Grabstein gekauft. Ja, wie, du hast noch keinen Grabstein gekauft? Dann lass uns mal losfahren hier, lassen wir den einfach liegen, oder? Ich will auch lachen. Ich will noch schreien, halt, stopp. Jetzt rede ich. Also die Wachen hören dich dann natürlich jetzt schreien, weil du musst ja immer bedenken, dass es ein bisschen zeitverzögert ist, weil es muss ja noch trotzdem noch einen Ablauf geben. Und sie hören dich schreien. Und dann drehen die Wachen sich natürlich um. Da kommt ja noch so einer angelaufen. Sie sehen, wie Helena angejoggt kommt oder halt schneller läuft. Und wie halt eine Amira Arme in die Höhe gestreckt rumbildet. Darf ich das aus dem Augenwinkel sehen wenigstens? Nein, dann darf ich dem Stroh. Und wo bleibt die Maske? Was ist denn hier los, ey? Sind wir hier irgendwie jetzt zu den Verrückten gekommen oder sowas? Und du hörst es ja alles, Loom. Deswegen sind wir jetzt zu den Verrückten gekommen. Da rennt jetzt eine blauhaarige, glaube ich. Ja, blauhaarig. Blauhaarige. Wie haben wir Färbemittel? Blaubeeren okay. Ins Gesicht gespielt. Nee, Blaubeeren sind dann schwarz, aber. Auf jeden Fall. Eine blauhaarige und eine dreiviertels bekleidete Dame durch die Gegend und schreit, dass es irgendwo brennt. Ich werde als Trottel betitelt. Die kenne ich. Ist eine Dame? Danke. Sie hat eine fucking Rüstung an und ja. Auf jeden Fall, sie sagen, der eine sagt dann noch, ah komm, lass uns einfach fahren, ey, der Kommandant ist wichtiger. Denk dran, das Gold. Gold. Und ja. Dann. Feuer. Was machst du? Ja, ich hab den alten Mann jetzt in Sicherheit gebracht. Ja. Dann lasse ich ihn so schnell wie möglich wieder los. Warum? Hast du ihn hochgehoben oder nicht? Nee, ich hab ihn gezogen. Okay. Jo, und dann einfach auf den Boden schmeißen oder was? Kann ich mich nochmal versuchen zu heilen? Ja, kannst du machen. Alter Mann, wir kommen gleich zu dir, das ist wichtiger. Bitte. Okay. Ich versuche mich nochmal zu heilen. Okay, dann würfelst du nochmal für mich. Auf Iggy. Und du gibst jetzt Hardgas, oder?
Ja, ich gebe Hardgas. Gibt's Hardgas zu den Leuten, okay. Wo ist der gute Stormblade? Hier ist der Stormblade, ja. Der wird jetzt auf Iggy. Erste, ja. Ja. Du schaffst das, komm schon. Ja, alles okay. Scheiß. Perfekt, du fühlst dich verbunden mit der Natur. Schön. Du ziehst die Energie aus der Erde raus. Ach, was mir da noch einfällt, du kriegst erstmal noch minus 2 Mana wegen letztes Mal casten. Das heißt, du bist jetzt auf minus 4, jetzt bist du auf 2 Mana schlussendlich. Aber ich krieg Leben. Aber du kriegst von mir sogar jetzt, da du dich halt. Du hast aber keinen kritischen. Alles okay. Unter 10 zwar, aber nicht kein kritischer. Das ist mir egal. Ja, das und ist ja, du kriegst halt 5 Leben. Ach, kann ich jetzt wieder normal laufen? Du kannst aufstehen zumindest wieder. Ich stehe wieder auf. Oh, geil. Kann er sich theoretisch verwandeln? Er hat keinen Mana mehr. Ich okay. Könnte irgendeine Mini von so Kakerlakenform würde ich wahrscheinlich noch hinkriegen oder so. Ja, aber das könnte sein. Ah, da bin ich ja langsamer, wie wenn ich jetzt loslaufen würde. Wir kommen zu dir zurück, finden dich nicht und haben Kakerlaken. Bin einfach weg. Rainer, du liegst sehr, sehr benommen am Boden. Ach, und hörst halt, wie die Zügel schlagen. Und wie der Wagen, du spürst, wie die leichte Vibration vom Wagen halt vor dir ist und wie sich der Wagen langsam in Bewegung setzt. Aber da ich benommen bin, nehme ich an, dass ich mich nicht aufrichten kann und mich an der Karre festhalten kann. Du kannst es versuchen. Nimm mich mit! Du kannst es versuchen. Also entweder schaust du es jetzt richtig gut oder du kriegst so viel Schaden, also... auf jedem Stein auf dem Weg. Doch, tatsächlich versuche ich mich aufzurichten und... Du weißt ungefähr, was ich vorhabe, oder? Oder muss ich es genauer vorstellen? Ich möchte, dass du es genau beschreibst. Dass die Zuschauer sich das auch genauer vorstellen können. Lass mich nicht hängen. Jetzt aber kurze Frage, wie hoch ist der Karren genau? Ich würde sagen... Hüfthöhe. Ja, ein bisschen weniger. Ein bisschen über Kniehöhe. Und das für ein Mongo-Karren? Halt ein alter Holzkarren. Das slidet jetzt runter mit dem Schwert einmal... Das ist ein verdammter Lowrider. Hä, warum? Ja. Kniehöhe? Normalerweise ist so ein Karrenrad schon so groß wie ein Mensch, was. Ja! Nicht ganz so extrem, aber. Ja, nicht ganz so extrem, aber. Nein, es ist nur ein kleiner Karren, es ist ein kleiner Bauer. Ja, okay. Gut, in dem Fall versuche ich dann wieder direkt. Bauer gab's also! In dem Fall möchte ich mich dann. Irgendwie möglichst hochziehen und gleich hochstemmen, dass ich irgendwie raufkomme. Also du willst dich anhalten an dem Karren und dann hochziehen an dem Karren. Was weiß ich denn, wie es Sinn macht? Der Karren ist losgefahren, du bist nicht mehr direkt runter. Ja, das Ding ist, eigentlich dachte ich mir, ich klemme mich irgendwie da unter und lass mich hinterherziehen, so wasserski-mäßig. Wie denn, wenn das Ding mir bis zu den Knien geht? Das stimmt eigentlich. Ja, darum! Ja, du kannst dich auf an der Erde abstimmen, das. Also das ist möglich, aber du kannst dich nicht dran festhalten. Siehst du LKWs oder was in deinem Background? Ich stelle mich einfach mal in den Schlamm rein und halte den Karren fest. Nein, ich wollte ihn nicht festhalten. Captain America, ich wollte nur mitgleiten, so mäßig. Aber never mind. Nein, die Idee ist schwachsinnig, bei dem Karren klappt das nicht. Ich stehe erstmal normal wieder auf. Okay. Komm zu mir. Du kommst langsam zu dir und stehst auf. Sascha ist Captain Arnim. Okay, weiter geht's. Wir sind jetzt bei Helena wieder. Du stehst jetzt ungefähr so... keine Ahnung, wie weit bist du noch weg? Feuer, 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 Feuer! Genau, richtig. Erstmal noch zu Amira. Du bist jetzt weitergerannt und du hörst, wie neben dir was anfängt zu poltern und langsam sich in Bewegung setzt. Neben mir oder vor mir? So schräg rechts geradeaus von dir. Ungefähr, sagen wir, 2 Meter bis 3 Meter Entfernung. Okay. Naja. Bin ich immer noch in meiner Panik? Du bist richtig in Panik. Okay, dann renne ich weiter. Häckel das Pferd! Okay, du rennst weiter. Und rufe zu Feuer. Und du bist nämlich, Helena, du bist jetzt ungefähr so 7 Meter, würde ich schätzen, noch entfernt. Weil Amira ja ein bisschen schneller war als du. Okay. Dann... Du siehst aber auch, dass sie losfahren, meine ich. Ja, dann rufe ich mal so, hey, stopp! Leute, ich hoffe, das war nicht zu laut, sorry, Leute. Auf jeden Fall. Das sage ich nicht, aber so, hey, stopp! Wartet doch mal! Ich hab hier was für euch! Es könnte von großem Nutzen sein, keine Ahnung.
Okay. Würde euch gefallen. Der eine dreht sich um. Was jetzt so? Der eine dreht sich um und sagt nur, ha, so eine Dirne. Und gibt ein bisschen mehr Gas. Und Amira wird vollkommen ignoriert. Alle hassen die Wachen jetzt. Unsympathisch sind sie mir. Ich weiß jetzt schon, wer sterben wird. Oh ja. Hartgas. Hartgas, okay. Ich habe theoretisch noch einmal Mana, um mich nochmal zu heilen, aber ich laufe einfach weiter. Ich werde ja jetzt laufen, oder? Jo, du kannst langsam schlendern. Ja, dann schlendere ich jetzt langsam los und versuche die Natur vor mir zu genießen, die wohl noch intakt ist. Okay. Ja, Baku? Ich habe immer noch meine Fackel, oder? Ja, du hast immer noch die Fackel. Okay, passt. Mehr wollte ich nicht wissen. Brenn jetzt nicht den Karren nieder. Werf es in das Stroh rein, dann brennt der Static ab. Ja, das ist mir. Ich weiß ja nicht, dass er da drin ist. Ach so? Ach so? Warte mal, sehe ich jetzt eigentlich auch so in etwa, was da vorne los ist? Also so ein bisschen, Ahnung, so aus der Entfernung. Ja, halt, du siehst halt einfach so ein paar Schatten, die da ein bisschen rumtanzen. Ja, so ein paar sind am Boden, zwei rennen. Ja, so ungefähr. Ich denke mir nur, was ist so da vorne los? Die Gruppe ist einfach mal wieder richtig geil. Muss ich halt ganz ehrlich jetzt schon mal sagen. Also ich bin ja ganz langsam in Bewegung. Ja gut, weiter geht's. Wo waren wir stehen geblieben? Loom, willst du eigentlich irgendwas mal machen? Du liegst immer noch da und du kriegst das Ding. Ich hoffe auf meine Chance, aber im Moment nicht. Das Einzige, was ich machen könnte, ist mit denen reden. Ich will aber keine Aufmerksamkeit unnötig auf mich ziehen. Und die werden eh nicht anhalten. Wenn ich mit denen rede, haben die nur Panik, dass die Typen zu mir gehören. Und ich kann mich auch nicht runterrobben oder so, weil der Typ wahrscheinlich auch auf mich achten wird. Also ich kann nichts tun, tut mir leid. Würde Frage, okay. Aber weiß jetzt Loom zumindest, dass seine Gefährten in der Nähe sein müssen, weil blaue Haare, Feuer, die kennst du ja gar nicht. Ja, die kenne ich nicht. Ja, genau, weil blaue Haare und die Beschreibung halt. Ich weiß nicht, ich denke ja nicht, dass er das weiß. Es gibt mehrere, für Elfen ist es in diesen Ländern vielleicht eigentlich eher weniger bekannt, dass man blaue Haare hat. Vielleicht könnte es sich denken, aber er ist nicht intelligent. Also Amy eine Elf, also eine Halbelfe, genau. Ja, also nein, sie weiß es. Er weiß es nicht. Okay. Er ist zu dumm dafür. Andersrum die Frage, wissen die Gefährten, dass Loom auf dem Kampf ist? Ich nicht. Du weißt ja, es. Ich nicht. Ich weiß es. Aber weiß es Helena jetzt auch, weil die ist ja nur 7 Meter weg. Ja, könnte man fast denken. Weil ich weiß es auf jeden Fall nicht und Baku auch nicht. Nein, ihr zwei wisst es, also ihr drei nicht und Amira sowieso nicht. Aber Helena könnte wahrscheinlich, also sie könnte, wenn sie wollte, könnte sie sie könnte sich denken wahrscheinlich, dass es ist, weil vom Code her und sowas. Hey, Loom! Okay, also wir springen jetzt zu rein, du bist jetzt aufgestanden, dir ist noch ein bisschen die Birne schwer, aber du kannst dich langsam wieder bewegen. Und du merkst halt, dass Helena jetzt in deiner Nähe ist, weil sie halt auch rumgepöbelt hat hier. Und du hast dieses so eine Dirne auch gehört. Feuer! Ach so, genau, das ist dir auch natürlich auch aufgefallen, dass sie an dir vorbeigerannt ist, wie so ein Meteor. Die ganzen ignoriert, wer was die Grenze zur Vibe auf den zur Feuer. Ja, aber das kann man auch nur ignorieren. Das ist halt sowas von Standard, ey. So geil, ey. Ich denke mir erstmal nur, was zum Teufel geht hier gerade ab. Wie dicht ist Helena dran? Muss ich mich groß umsehen, um wahrzunehmen, dass sie bei mir ist, oder? 4 Meter entfernt, du warst direkt dort. Das heißt also, sie ist ungefähr so 6 Meter von dir weg. Wenn du auf deine Beine wieder aufgestanden bist, du bist 2 Meter ungefähr zurückgegangen. Ja, ich nehm's auch mit. Danke, Rico. Gut. Ja, was mach ich denn jetzt? Ja, ich drehe mich einmal. Also ich bin wieder bei Sinn. Ich kann klar denken. Ja, das ist noch ein bisschen schwer am Kopf und so. Du hast halt wirklich eine Platzwunde da und da läuft das Blut halt ein bisschen runter, aber du kannst immer noch. Du bist bei Sinnen, ja. In dem Fall ist mir das jetzt wurscht. Ich drehe mich einmal nach hinten weg, so falle da entgegen. Die Schweine da vorne haben Loom. Wir müssen ihm helfen. Und möchte mich wieder in Bewegung setzen, Richtung. Was für mein Plan? Ein bisschen mehr Schauspielern hier. Ja, vor allem steht auf, dreht sich so um, ja, wir müssen das machen. Amira rennt an ihm vorbei, Feuer! Es ist mega cool, wie einfach die arme Blinde einfach vollkommen ignoriert. Nicht böse gemeint, aber sie hat einen schlechten Eindruck bei mir gemacht. Sie hat mich zu Beginn, wo ich mich nach ihr erkundigt habe, ignoriert, ist vor mir weggegangen. Ja, ist da egal, ich es ist okay. Zu tun. Also du drehst dich um, schreist dir das zu und möchte mich wieder so schnell ich kann dem Karren hinterher. Okay. Ich stell mich bewusstlos.
Nee, du machst jetzt gerade gar nichts, weil du nicht dran bist. Ich nur schon mal voranwerfen. Baku, du bist, gibst Hardgas und hast jetzt, du siehst jetzt, bist jetzt auf jeden Fall in der Reichweite, Jeez. Dass du erkennen kannst, wo die Personen stehen und was sie machen im Moment. Hardgas. Immer noch Hardgas, alles klar. Und der gute Ludwig. Hardgas, aber so schnell wie ich halt kann. Also ganz okay. normal laufen Hardgas eigentlich. Menschen, also eigentlich laufe ich ganz normal. Ich kann ja nichts machen. Mit meinem Stock, ich genieße die Natur vor mir. Okay, ja, machst du. Und ja, dann springen wir jetzt wieder zu Loom. Und Loom, du liegst jetzt gerade so auf dem Karren, hast halt die Klinge an deinen Nacken gedrückt und dann hörst du plötzlich eine Stimme und die sagt, na, mein Freund, bist du ein bisschen in der Problematik gerade? Okay, ja, ich guck mich um, ohne mich großartig zu bewegen, nur mein Kopf. Das kannst du nicht. Okay, dann ja. Franz, bist du das? Ey, jetzt aber ruhig hier. Und der dappt dir halt ein bisschen in den Rücken rein. Und dass du halt ein bisschen Schmerzen hast. Ich mach ein bisschen und bin ruhig. Okay. Ja, das sieht nicht so gut aus, mein Freund. Okay. Ich hasse dich, Franz. Warum? Ich hab dir doch gar nichts getan. Hilf mir. Ja, da hast du dich selber reingeritten. Ja, okay, nächster bitte. Kann nichts machen. Ich möchte nicht mit Franz reden, ich ignoriere Franz jetzt. Nicht mal am besten. Also, ich muss dir ja sagen, das ist nicht so freundlich. Ich habe mein Pfeifchen mit dir geteilt. Du könntest doch mal vielleicht deine Arme mit mir teilen und den Typen ausnocken. Ja, und dann springen wir weiter zu Rainer und Helena. Und zu Amira. Du bist jetzt erstmal noch, bevor der. Amira rennt einfach volle Kanne weiter und schreit halt weiterhin Feuer. Und dadurch, dass du halt da so weiter vorgerannt bist und an dem Pferd mehr oder weniger ein bisschen vorbeigerannt bist, hast du halt mega das Pferd aufgeschreckt. Weil du halt die ganze Zeit Feuer geschrien hast. Das Pferd ist also voll im Durchdrehen und gibt halt auch Hardgas jetzt. Und der eine ist halt so, oh, ey, dieses Pferd, wow, Junge. Und dann geht's halt los. Junge! Junge, du! Wäre ich umgerannt? Nee, du bist nicht umgerannt. Ihr lauft gerade so fast parallel, könnte man sagen. Du und dein Pferd. So Fotofinish-mäßig. Wie heißt das Spiel noch? Hackengas, Alter! Star-Stable, genau. Und, darf ich mich versuchen, irgendwie noch, keine Ahnung, irgendwie festzuhalten? Oder ist das keine gute Idee? In Panik, du denkst da nicht mehr drin. Du hörst nur, wie das neben dir halt voll laut gemacht hat und dann losgeht. Und richtig, du denkst dir einfach nur, oh fuck, und Feuer und. Und Sascha, renn ich parallel zur Kutsche weiter. Okay. Was müssen die Leute im Gasthaus denken, wenn die da ankommen? Jo, Wettrennen! Okay. Rainer und Helena. Also ich habe zumindest das mit der Dummen da gehört. Hör, dass die Loom haben. Nicht Dummen. Dirne. Von mir aus, ist mir wurscht. Das ist, ja, ich als Klure bezeichnet. Oh, da hat sie herausgefunden, was als Klick gemacht. Ich hab Dummen verstanden. Die haben Dirne gesagt. Ja, okay, Vollgas nach vorne, aber wirklich Vollgas, richtig Vollgas, ich bin sowas von wütend. Erstens, weil die meinen Mate da gefangen haben, quasi scheinbar, und ich weiß noch nicht, wie das ist und wie das alles abläuft, und sie haben mich beschimpft, und deswegen hasse ich sie jetzt, und deswegen gehe ich da jetzt. Was sind das eigentlich für Wachen? Ich dachte, wir sind alle freundlich zueinander in dem Land. Nein, ja. Die denken nur an Geld und Scheidung und tote Kinder. Und anscheinend an Standardkram. Ja, und ja, wer denkt nicht an Huren? Kein Wunder, dass der eine mit seiner Frau so Probleme hat. Wahrscheinlich spricht er genauso mit der. Das geht in die Psychologie. Das hätte er alle. Junge, bist du der Dude? Er fängt bloß nicht an zu weinen. Ich fühle mich verarscht hier irgendwie als Game Master. Rainer, was willst du noch machen? Du siehst, dass Helena halt jetzt Hardgas gibt und dass sie mega geschockt ist davon, dass mega, mega Hardgas. Ja, ich habe mich ja auch schon selbst wieder in Bewegung gesetzt, dem Karren hinterher. Okay, gut, ihr rennt also jetzt dem Karren hinterher. Aber ihr müsst aber mega Hardgas. Ja, ist sehr gut. Marco, du siehst, gesagt, dass die vor dir jetzt noch mehr Hardgas geben als ich schon. Ich denke mir so, ey, was die können, kann ich auch. Da möchte ich aber mal ganz kurz auf deinen Charakterbogen gucken.
Und dir sagen, dass du, wenn ich es richtig im Kopf habe, 5 Uhr so schwer rennen kannst. Wie kannst. Du rennst halt einfach mal hinterher. Das ist okay. Aber du bist nicht so schnell wie die anderen. Ja, okay, verstehe ich. Und ja. Ludwig. Ja, ich merke, also ich bin etwas durstig von den ganzen Zaubern heute an dem Tag. Boah, das war das anstrengend, den ganzen Tritten und Schlägen. Ich trinke was. Aus meinem Schlauch Wasser. Ja, du ja. Und und schlender halt genügend vorwärts. Muss man nicht darauf trinken? Warum soll ich auf dem Trinken würfeln? Krieg ich trinken? Ich trinke aus dem verdammten Scheißschlauch. Oh, hopp, aus dem Scheißschlauch. Ja, man weiß nicht ganz so, wo mein Schlauch dann hängt. Dann kannst du dir erstmal das aber ich will nicht bitte aus deinem Inventar rausstreichen. Muss ich LOL. Boah, ich will das aber nicht komplett trinken. Komplett leer oder was? Nee, du hast das jetzt getrunken. Fertig aus. Okay. Alter. Hab ich jetzt nur noch einen Schlauch einstecken. Ja, richtig, jetzt hast du nur noch einen Schlauch und im nächsten Zug hat sich dann dein Mana wenigstens ein bisschen regeneriert. Aber jetzt wenn ich das mal gewusst hätte. Ja. Die zwei Typen, halt die zwei Soldaten auf dem Ding, die sind gerade so, der eine ist ja gerade hart am Kämpfen mit dem Pferd und dann schreit er so, ey, was ist das für eine Irre hier nebendran, die unser Pferd hier durch die Gegend hier durcheinander bringt und er versucht halt wirklich das Pferd, die Kutsche gerade so noch auf dem Weg zu halten, die wankt nach rechts, sie wankt nach links und plötzlich ist das Rad, das ja schon die ganze Zeit kaputt war, bricht komplett auseinander und die Kutsche kippt einfach nach rechts runter und schleudert alle von euch runter. Schaden. Die Frage ist, auf welcher Seite hat Franz jetzt gestanden? Ich glaube, es gibt eine. Ich Alter, bin immer noch nicht sicher, dass wir Franz. Ich sollte eher fragen, wo ich stehe. Wahrscheinlich du bist links daneben gerannt. Hier ist nichts links passiert. Es ist nach rechts gefahren, die Kutsche rechts in den Straßen graben. Wenn und links war Franz dann. Nee, Franz hängt einfach unter dem Wagen. Bitte kein Schwert in den Nacken. Deswegen. Nee, du hast die zwei, ist halt einfach volle Kanne durcheinander geschleudert worden. Ihr habt keine Ahnung. Ihr kriegt alle erstmal, außerdem kriegst du erstmal und die zwei Wachen. Die ich jetzt hier mal ganz kurz notieren muss. Natürlich. Die brauche ich nämlich jetzt. Darf ich als erstes nach dem Schwert suchen? Dass er irgendwo liegt. Gerade Wache 1. Ich bin ja wohl vor der Wache dran. Können wir sie Helmut und Waldrich jetzt warte nennen? Ganz kurz. Nein, sie heißen nicht Helmut. Wache 2. Ja, er ist ein Franz. Beide. Franz 2. Der eine hat einfach eine gespaltene Persönlichkeit. Und ihr kriegt alle 1W6 Schaden. Dann würfel mal bitte. Ah, ihr kriegt einen Schaden. Yes! Bist wohl ins Gebüsch gefallen. Ja. Also die bei euch ist es halt so, die Kupplung bricht halt. Das ganze Ding ist im Arsch. Warte mal, nicht die Kupplung. Die Achse. Die Achse, danke. Die Achse bricht halt Kupplung. Komplett. Das Rad war ja am Anfang nur ein bisschen kaputt. Das hatte halt so, falls ihr euch so ein Rad vorstellen könnt, das hat ja, ist ja so aufgebaut, dass ihr halt so Streben hat, so wie ein Fahrradrad theoretisch mit so Streben halt drin. Und dann ist halt ein solches Stück ist halt kaputt gebrochen. Deswegen konnten sie noch damit fahren. Es hat halt zwar immer wieder geruckelt, aber sie konnten noch damit fahren. Und jetzt ist es halt so, dass das Rad halt wirklich durch dieses Wilde von dem Pferd ist es halt komplett einmal da aufgekommen und hat halt dann komplett die Achse zerbrochen und deswegen sind sie halt rechts rausgefallen. Okay. So, und der eine Soldat richtet sich natürlich auf, zieht sein Schwert direkt. Ey, ich bin ja wohl schneller. Ist mir scheißegal, ihr hört nur dieses Ring. Also, Loom hört dieses Ring. Er schreit zu seinem Kollegen, los, aufstehen, wir müssen hier kämpfen. Und jetzt ist Loom dran. Oh. Darf ich nur kurz reagieren zu dem... Aber doch nicht auf... Amira, du darfst sogar noch kurz reagieren, okay. Sag ich. Ja, ich weiß jetzt, bin ich immer noch in Panik oder bin ich jetzt von diesem, weil das wird ja mal einen ganz schönen Krach gemacht haben, wo die Kutsche da im Graben zerbrochen ist. Deswegen hast du noch mehr Panik. Okay, dann renn ich weiter. Ich renn einfach gerade im Schotter weiter. Okay. Ich finde das mega cool. Ja, Loom, jetzt bist du dran. Also die drehen sich aber vor mir weg. Also ich gehe nicht davon aus, dass sie mit mir kämpfen wollen, oder? Nein. Also sie haben einfach ihre Waffe gezogen und sagen, wir müssen kämpfen. Okay, dann warte ich noch eine Runde quasi, bleib liegen und hoffe, dass sie mir den Rücken zudrehen und sich auf die anderen erstmal konzentrieren. Du willst dich totstellen.
Bewusstlos. Oder bewusstlos stellen, okay. Unconscious. Unconscious. Okay. Ludwig, du darfst jetzt ganz kurz hier, wirst du mal vorgezogen. Was möchtest du denn jetzt machen? Dein Mana hat sich um 4 aufgefüllt. 4? Ja. Oh Gott, ich hab wieder 6 Mana. Was möchte ich kurz machen? Ich bin auch ein bisschen hungrig und beiß so einmal in mein Brot rein. Aber nur ein Bissen. Ein Bissen möchte ich, das möchte ich kurz so sagen. Du kannst entweder ein halbes Brot essen oder gar nicht. Ein halbes Brot? Nee, dann esse ich gar nicht. Dann will ich, warte ich noch. Weil ein halbes Brot ist mir zu viel für meinen kleinen Magen. Okay, dann läufst du. Dann laufe ich einfach weiter. Okay, dann läufst du weiter. Ja gut, dann Baku, du bist jetzt inzwischen immer noch hinter den Zweien. Ja. Und willst du einfach weiter Hartgas geben, weil die vor dir wegrennen? Jo. Okay. Du wirst durstig, sag ich nur. Noch. Ja, juckt mich nicht. Doch, es interessiert dich auf jeden Fall. Ah. Es interessiert dich sehr. Und zwar jetzt zu den anderen zwei. Ihr seid also hinterhergegangen. Du, Rainer, du hechelst irgendwie ein bisschen Helena hinterher, weil sie doch ein bisschen schneller ist. Und ja. Dann sagt mal, was ihr macht. Ihr habt es gesehen, dass dieser Crash da vorne stattgefunden hat. Und seid jetzt noch ungefähr so 20 Meter ungefähr weg. Okay, doch, 20 Meter, passt. Ich zieh mein Schwert und renn so weiter wie im Anime-Style quasi. So, so Sword Online-mäßig. Du fliegst über die... Naruto-Style. Ja. Warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz was überprüfen. Springst durch die Wälder. Und zwar dein Inventar... Anime-Style. Ja, was? Oh, das ist aber schwierig mit deinem Schwert, muss ich dir sagen. Warum? Du musst dir das so vorstellen, du siehst es ja gerade hier. Ich laufe und hinter mir habe ich halt quasi mein Schwert, so wie in Terra, ich weiß nicht, ob du das gespielt hast, aber ich ziehe halt quasi so mein Schwert nicht hinter mich her, aber es halt es jetzt auch hinter mir her. Touch das über den Boden? So ganz knapp vom über dem Boden halte ich das quasi. Weißt du, wie fucking schwer das ist, so ein Schwert so ganz knapp über dem Boden? Ist das zwei machen die in Terra aber auch. Und das sind auch Helfen. Aber das ja, die können das auch. Das basiert auf Realismus. Ja. Entweder schleifst du es hinter dir her oder du kannst es nicht ziehen. Mach es auf die Schulter. Ja, okay. Geil. Nein, da ist die Gefährlichkeit größer, dass ich irgendjemanden damit verletze. Das bin ich selber. Nee, ja, okay, dann. Schleife ich hinter mir, aber schon noch immer im Anime-Style schnell dorthin rennen, damit ich schneller dorthin komme. Blöde Frage, hat sie einen Zweihänder oder was? Ja, okay. Zweihänder. Das wusste ich nicht. Ich ziehe ebenfalls Schild und Schwert. Ich hab nie gefragt. Leg die restlichen Meter zurück. Alles klar. Die zwei haben sich inzwischen umgedreht. Der andere ist auch inzwischen wieder aufgestanden, hat jetzt auch sein Schwert gezogen. Die haben beide, sind sie bewaffnet mit einem normalen Einhänderschwert, haben kein weiteres Schild oder sowas dabei und schreien halt euch entgegen, bleibt stehen! Also einer schreit euch entgegen, bleibt stehen! Ich ignoriere das gekonnt und laufe einfach weiter. Tito. Enrage-Modus, ey. Ja, ich chill so lange, bis die Infight gehen, alle. Okay, dann switchen wir nochmal zu unserem guten Loom. Ja, ich sag ja, ich chill, bis die Infight gehen. Und Loom? Oh nein. Du hörst? Was mit Franz wieder? Ja, irgendwas solltest du jetzt auch langsam mal tun. Deine Freunde sind schon unterwegs. Krieg ich jetzt so einen Zweitcharakter wie Amy letzte Mal, oder was? Meiner war selber erfunden. Ich sag, pst, Franz, ich warte nur auf die richtige Gelegenheit. Pst, ruhe jetzt. Die richtige Gelegenheit wäre jetzt für ein leckeres Pfeifchen, mein Freund. Bereit doch schon mal vor, ich komm sofort. So, ich hoffe, der bereitet jetzt vor und nervt mich nicht mehr. Ja, aber die Wachen haben mein Beutelchen weggenommen, das musst du mir noch zurückholen. Mach ich gleich. Kannst schon mal die Pfeife suchen. Rausholen. Was hab ich immer dabei? Warte mal, ich spreche mal die netten Herren an, ob sie uns dieses Kraut wieder geben. Hallo! Alter, wenn die sich jetzt umdrehen, bin ich komplett brave. Der eine dreht sich zu dir um. Was willst du? Oh nee, der Franz existiert. Das ist meine doppelte Person. Er ist Franz. Sehe ich zufällig auf einmal. Ich warte hier vorne, Leute. Hast du zufällig das Verlangen, einen Acker zu betreiben?
Wie ist denn überhaupt meine Weltanschauung gerade? Also bin ich immer noch... auf dem Boden. Okay, das ist auch gut zu wissen. Nein, ich meinte aber... Ich habe vorhin gesagt, ihr seid alle aus dem Ding rausgefallen. Du hast gesagt, du stellst dich ohnmächtig. Stehst du beim ohnmächtig? Du hast gerade gesagt, Franz anderes? Geht dahin und ich rechne damit, dass ich Franz bin. What the fuck? Er rechnet damit, dass er eine doppelte Persönlichkeit hat gerade. Ja. Ich habe gesagt, Franz. Deswegen war die Frage für ihn, ob er jetzt steht. Fertig. Nein, ja, dein Gesicht hast du auf dem Boden. Du siehst niemanden. Okay, gut. Dann möchte ich aber trotzdem wissen, dann stelle ich mich trotzdem unconscious, aber ich möchte trotzdem wissen, mein Zustand durch das Dope, was ich genommen habe, habe ich immer noch, dass ich das Leben gerade super toll finde oder erkenne ich den Ernst der Lage und reagiere? Du findest das Leben immer noch super toll. Okay, dann grinse ich und bleib liegen. Okay, das ist eine Stärke. Freu ich mich später. Ja, der eine Soldat, der halt auch auf die Stimme von Franz aufmerksam geworden ist, dreht sich halt um zu, wie gesagt, zum guten Loom. Hat so gemeint, Gefangene halten normalerweise ihre Schnauze und geht halt zu dir hin und tritt dich. Ja, 1W6 Schaden. 1W6 Schaden. Alter! Kriegst 6 Schaden. Hä, aber Franz steht doch auch noch da. Voll in die Eier. Ich sitze einfach auf dem Boden und rede. Nee, du liegst halt einfach da und er dappt dir halt volle Kanne mit seinem Stiefel hinten in die Wirbelsäule rein. Deswegen kriegst du 6 Schaden. Ja, okay. Stahlstiefel. Ich finde die Idee von der doppelten Persönlichkeit immer noch relevant. Ja, es wird auch so sein. Aber nur, ich sitze halt auf dem Boden und rede. Wir haben nie gesagt, dass sie Franz stehend sehen. Rainer und Helena sind jetzt inzwischen angekommen bei den zwei Dudes. Also Helena natürlich zuerst, deswegen darfst du die erste Aktion durchführen und dann kommt Rainer an. Okay, also zuerst, was sehe ich? Du siehst Loom am Boden liegen, wie der eine Dude ihm halt voll in den Rücken dappt. Der andere hat sich zu euch gerichtet und beide haben ihr Schwert natürlich gezogen und der Wagen ist halt kaputt neben euch, dass es halt so eine kleine Vertiefung ist, wo halt der Wagen halt drin liegt, mehr oder weniger. Und ja. Also. Süßes Stroh überall verteilt. Und genau. Ein Pferd ist halt irgendwie noch ein bisschen so scheut. Du weißt, was du fragen musst. Es ist, eine Frage. Nein, das nicht, aber ist das Pferd noch an einem Wagen dran oder läuft's weg? Nee, es ist noch an dem Wagen dran. Finde ich gut. Ich sehe schon Saschas Blick. Jeden Blick. Nein, also ich sehe auf jeden Fall den Typen, der Loom gerade in den Rücken tritt und bin natürlich noch mehr in Rage-Mode und gehe einfach voll auf den los und versuche so quasi mit meinem Zweihänder, den ich ja da unten habe, Schwung zu holen und einfach mal so durchzuziehen. Also. Okay, und genau an dieser Stelle, bevor jetzt der gute Rainer irgendwas machen wird, machen wir den Cut, liebe Freunde. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne bei den anderen vorbeischauen. Die Links sind unten in der Beschreibung. Oh, Sascha guckt mich nicht so an. Ich weiß, warum er so fühlt. Lasst natürlich einen Daumen nach oben da und dann sieht man sich beim nächsten Mal. Haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Wiedersehen. Ciao.